Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Monster Hunter Rise Sunbreak. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu Sunbreak. Ja, nach der Demo hat es ein bisschen gedauert, bis die Vollversion rauskam, aber jetzt spielen wir sie. Die anderen Kollegen, beziehungsweise der Kollege kommt gleich noch dazu. Ich wollte diese kurze Sequenz hier solo machen. Weil normalerweise starten wir ja immer so mit der Quest zum Anfang. Aber das hier muss halt zum Anfang sein. Ja, es gibt nicht so erfreuliche Neuigkeiten. Es gibt neue Monster, neue Gebiete und neue Viecher, die uns aufs Maul geben können. Es ist ein Daimyo-Hermitower in den heiligen Ruinen und das zum ersten Mal. Ja, und darauf freuen wir uns halt, ne? Mein einer Kollege, der gleich mitmacht, der hat die erste Mission offenbar schon allein gemacht. Ich muss jetzt zu ihr hier und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich den Kollegen dazu geholt habe. So, Leute, und damit wieder willkommen zurück. Leute, ihr wart so lange weg. Der Merlin, er hat leider am Feld zugenommen. Das ist alles eure Schuld. Also heute nur mit dem Kai, beziehungsweise Lilly. Eigentlich war auch noch mit Sunny und eventuell sogar mit Akaya geplant, aber Akaya hat den Zambrex sich noch nicht runterladen können. Und Sunny wollen wir gerade erschlagen. Weil wir heute geplant hatten, mit ihm zusammen aufzunehmen, dass er mitmacht, hat er gesagt, kann nicht, sagt am nächsten Tag dann und dann so mitten in der Nacht, ach, ich kann doch nicht. Ach, wartet, ihr hört den Kai gerade nicht. So, jetzt hört ihr ihn. Bevor wir das wieder verdasseln. So, und jetzt will ich erstmal sehen. Ist jetzt nur hier die Besondere schon jetzt direkt neu? Ja, wir können jetzt nur den Daimyo Hemitower machen. Der ist irgendwie immer erst bei G-Rang dabei. Dabei ist er easy wie sonst was. Ich weiß doch, wie der funktioniert. So, wir sehen uns dann in der Quest. So, Leute, jetzt ist es an der Zeit, dass es den Daimyo Hemitower an den Kragen geht. Bist du bereit, Kai, ihn aufs Maul zu geben? Warte mal, das ist eine Krabbe. Auf die Scheren geben. Ich muss Munition nehmen, kurz packen, wir sehen uns gleich. So, Leute, der Fotowettbewerb ist natürlich auch wieder zurück, ne? Das heißt, es werden Fotos gemacht. Drei Chancen hat jeder und ihr entscheidet wieder, wer das beste Foto macht. Vorher Weichenfeuer in dem Panzer. So. Übrigens, ein kleines Geständnis hier an der Stelle. Wir jagen den gerade zum zweiten Mal, weil ich beim ersten vergessen habe, die Aufnahme richtig anzuschalten. Ich gebe dieses Geständnis mal eben kurz zu. Der Kai hat mich auch schon ausgelacht, dass ich es vergessen habe. Wir hatten so schöne Fotos gemacht. Beispielsweise davon. Kai, bist du noch da? Ja. Oder bist du frustriert, dass ich dich schon wieder weggebombt habe? Diesmal hast du mich nicht getroffen.
Bei mir bist du wegen mir weggeflogen. Nee, lass es doch! Das habe ich eben während der ersten Runde bewusst gelassen, diese Wette hin und her zu wechseln zwischen den Künsten, aber jetzt nutze ich das voll aus. So, Zeit, dich zu sprengen. Ach, nee, doch. Nicht den! Der stand vorher noch an der Stelle. Wie immer die Regel, ja, ne? Drei Bilder darf jeder machen. Und am Anfang werden die angezeigt, welches wir ausgewählt haben für unsere Battle, wo ihr entscheidet, welcher das beste Foto gemacht hat. Ich brich jetzt erstmal dieses Horn hier. Zappel ruhig weiter rum. Das hilft dir nicht. Nein! Nein, lass mich los! Lass mich los! Jetzt habe ich auch ein schönes Bild. Nein! Vor allen Dingen, du hast es wahrscheinlich sogar von vorne. Beim ersten Run hatte ich nämlich so ein Bild gemacht, wo er Krebs ihn gefressen hat. Ja, er ist auch tot. Das ist die Rache dafür, dass du davon ein Bild machst. Das nehme ich gerne in Kauf. Aua. Ja komm, greif mich doch an. Ja, ja. Weißt du, dann, wenn ich den Konter mache, dann willst du nicht. Wie habe ich ihn unter der Erde getroffen? Weiß ich doch nicht. Au. Verdient. Aber voll reingesprungen. Nein! Lass mich! Wir können das doch friedlich klären. Ich weiß, wir sind in dein Gebiet eingedrungen, aber wir können das friedlich klären. Gar nicht wahr, der ist in unser Gebiet eingedrungen. Komm, geh auf ihn, geh auf ihn! Nein! Der ist über mich drüber perfekt gesprungen! Ich hab's noch dran geklebt. Ja, kommt wieder. Geh doch mal auf ihn! Ich will ein schönes Foto! Den Foto darf ich nicht verlieren. Ein Foto habe ich noch übrig. Ich habe auch noch eins. Ich habe immer noch die Großraumfähigkeit drauf. Oh, kann er mal auch mal was anderes machen, als sich einzugraben? Nein, das ist seine Hauptbeschäftigung. Der mag dich. Springen und eingraben, mehr kann das Viech nicht. Doch, springen und draufkloppen. Und Arschbombe kann der doch. Ja. Oh, das wäre auch so ein schönes Foto, was ich machen könnte. In beiden der Augenlöcher so ein Explosionsteil und dann von hinten ein Foto. Dann sieht es aus, als ob die Augen glühen. Wir diskutieren mehr über die Fotos, als über das eigentliche Monster, ne? Das ist unser wahres Bild. Nicht der Gegner, sondern wer schießt das bessere Foto. Alles andere ist scheißegal. Boah, wenn es mal Seno wiederkommt, dann bitte ein Foto schaffen, wo er sich gerade teleportiert. Und zwar genau in dem Augenblick. Damit hast du doch dann eigentlich schon den Wettbewerb gewonnen. Zumindest wenn die Zuschauer dafür sind. Hm, was haben wir denn? Komm ich zum Froggy? Ja, das schaffe ich. Der Froggy ist hier? Und da haut er ab. Jetzt kommt der Teddy da runter. Im Übrigen, das hatte ich in dem Run erwähnt, wo wir schon
drin waren, aber nicht richtig aufgenommen habe. Man kann auch zusätzliche Angriffe machen, wenn man jetzt beispielsweise zur Seite hält, den Kontrollstick. Dann haben sie noch so einen Zweitangriff. Also Und bei beim links und schnellen rechts, bei oben und unten macht er den normalen. X von der Krabbe machst du so einen Wasserstrahl. Ich habe ein Foto davon, wie er auf dem Broggy eine Arschbombe gemacht hat. Das konnte ich leider nicht fotografieren, Ich danke weil ich dir. auf ihm aufsaß. Ich Ich danke habe dir für dieses wunderschöne Foto. Es ist so nett, dass du mir das gegönnt hast. Das habe ich dir eigentlich nicht gegönnt. Ich wollte das schnell genug durchkriegen, bevor du so ein Foto machen kannst. Ich hab's Also. gerade so noch geschafft. Ich einen Angriff weniger auf den Rücken gedrückt. Sind jetzt eigentlich auch mit neuer Altaraufe? Nö. Auch um Taufe, so hießen die. Guck mal, ein Teddybär. Nein! Jetzt hat mein Schuss verfehlt, weil du ihn sich hast ducken lassen. Ich Ja, absorbiere. komm, geh kaputt, geh kaputt! Warum geht das Ding nicht kaputt? Oh, der Hockschuss, der ist ja richtig gut. Dass ich dann so eine andere Schussvariante habe. Dann kann ich einfach das ganze Magazin raushauen. Aber es macht viel weniger Schaden. Ich glaube, die aufgeladene Version ist besser. Für sowas wie Schrapnell ist Hockschuss geil. Weil ich dann einfach schnell raushauen kann. Warte mal, ich probier's mal aus. Nee, müsste damit doch richtig geil sein. Sehr froh, dass ich Lebensstaub schnell gefunden habe. Es hätte dich gerade gerettet. Ja, das gebe ich. Das muss ich leider zugeben, dass mich ein Lebensstaub gerade gerettet hat. Oh, mit Hockschuss ist Schrapnell ja richtig cool. Aber dafür kannst du überhitzen. Du kannst dich verteidigen. Ach, dafür war der in die Schallbombe. Ich muss es auch erstmal wieder rauskriegen. Ja, ich hatte ihn so ewig lang nicht bekämpft. Aua. Ist auch ewig her, dass ich ihn das letzte Mal wirklich gesehen habe. Halt mir zumindest die Schere hin. Danke. Warum mache ich mich bereit für einen Konterschuss? Na, zu früh. Mit Fassbomben kannst du, glaube ich, den Rücken richtig gut sprengen von ihm. Komm, halt sie ein bisschen weiter vor. Wir haben uns beide eingegeben. Worth it. Stimmt ja, das Vieh hat ja keine Augen, wirklich. Naja, Daimyo Hemi Tower wurde gefangen. Ich krieg gleich im Anschluss noch eine weitere Sequenz, die es hierzu gab. Wir wissen das, weil das ja die zweite Jagd so gesehen ist. Aber ich dachte, ich sag's euch mal. Aber ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Part. Ihr habt jetzt noch die Sequenz vor euch. You mean
mi fatai! Lo zatolashitaze! Kirai! Kamura geto gera kifa! Igaki! Mirari! Borgashu Paraima Piri Lana! オシーガサートオーガニュユオミメトラメニュハウリザクシジゼットハクラエルガド。 モラハクリモール。 ガリアス・グランツユラ・ノージートカムラ・スートイガーニュ・ドムーデガホ・ラーメン。